Herzlich willkommen zu Teil 28 der Reihe Differentialrechnung, Methoden und Anwendungsbeispiele. Ich möchte heute ein Anwendungsbeispiel für den Nabla- und den Laplace-Operator zeigen. Wir haben also in der letzten Folge diese beiden Operatoren kennengelernt, den Nabla-Operator, der den Gradienten einer Funktion erzeugt, und den Laplace-Operator als Skalarprodukt des Nabla-Operators mit sich selber, der eine skalare Summe von zweiten Ableitungen erzeugt. Und mit Hilfe dieser beiden Operatoren lassen sich Gleichungen sehr kompakt formulieren. Das Beispiel, das ich dazu zeigen möchte, sind die Maxwell-Gleichungen, benannt nach James Clerk Maxwell, der im 19. Jahrhundert diese Gleichungen aufgestellt hat. Und diese Gleichungen beschreiben den gesamten Elektromagnetismus, also im Wesentlichen alle magnetischen und elektrischen Phänomene in der Natur. Sie sind damit eine der wichtigsten Gleichungen, da fehlt G in der gesamten Physik, und sie lauten in Differentialschreibweise, dass der Gradient des elektrischen Feldes gleich einer Funktion Rho durch Epsilon 0 ist, wobei Rho die Ladungen repräsentiert, die eventuell vorhanden sind. Wir wenden hier den Gradienten auf einen Vektor an, das elektrische Feld ist ein Vektor, das bedeutet aber, dass der Gradient komponentenweise angewendet wird. Ebenso ist der Gradient des magnetischen Feldes gleich 0 und der Gradient als Kreuzprodukt des elektrischen Feldes ist dann die negative zeitliche Ableitung des magnetischen Feldes und der Gradient als Kreuzprodukt mit dem magnetischen Feld ist eine Summe eines sogenannten Verschiebestromes J plus der zeitlichen Ableitung des elektrischen Feldes. Ich möchte jetzt an der Stelle die Physik hinter diesen Gleichungen nicht im Detail erklären. Es geht mir darum zu zeigen, dass man diese äußerst wichtigen Gleichungen sehr kompakt formulieren kann mit Hilfe des Gradientenvektors bzw. des Gradientenoperators, des Nabla-Operators. Es gibt noch einen speziellen Ausdruck dafür, dass man den Gradientenvektor auf ein Skalarfeld anwendet. Das ist nämlich die sogenannte Divergenz und das Kreuzprodukt Gradient mal ein Vektor, Entschuldigung, das muss hier auch ein Vektor sein. Das Kreuzprodukt zwischen den Gradienten und einem Vektor bezeichnet man als Rotation. Und damit kann man die Maxwell-Gleichungen auch alternativ formulieren, nämlich als die Divergenz des elektrischen Feldes sind im Wesentlichen die Ladungen, die Divergenz des magnetischen Feldes ist 0, die Rotation des elektrischen Feldes ist die negative zeitliche Ableitung des magnetischen Feldes und die Rotation des magnetischen Feldes ist der Verschiebestrom plus die zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes. Die zweite Gleichung hier bedeutet zum Beispiel, dass es keine magnetischen Monopole gibt, also keine isolierten magnetischen Südpole oder isolierten magnetischen Nordpole. Jedenfalls, soweit man das bisher weiß. Es gibt auch noch alternative Schreibweisen für die Maxwell-Gleichungen, die kann man auch in Integralform schreiben. Das möchte ich jetzt hier nicht vorführen und man kann die sogar relativistisch kovariant schreiben. Aber auch das möchte ich hier jetzt nicht vorführen. Wenn wir jetzt mal den speziellen Fall des Vakuums betrachten, da gibt es keinen Verschiebestrom und auch keine Ladungen. Das heißt, J und Rho in diesen Gleichungen sind 0. Und für diesen Fall lässt sich aus den Maxwell-Gleichungen eine äußerst wichtige Gleichung herleiten, die man als Wellengleichung bezeichnet. Das ist nämlich die zweite partielle Ableitung nach der Zeit des elektrischen Feldes minus dem Laplace-Operator angewendet auf das elektrische Feld mit einer konstanten 1 über c Quadrat gleich 0 ist. C ist dabei die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Diese Gleichung lässt sich jetzt noch kompakter formulieren, indem man noch einen weiteren Operator einführt, nämlich den D'Alembert-Operator. Der wird durch ein Quadrat symbolisiert und der ist die zweite zeitliche Ableitung minus dem Laplace-Operator. Wenn man also diesen D'Alembert-Operator verwendet, dann lässt sich die Wellengleichung im Vakuum in dieser Form schreiben, die, glaube ich, kompakter dann nicht mehr denkbar ist, nämlich dass D'Alembert des elektrischen Feldes gleich 0 ist. Diese Gleichung kann man lösen. Die Techniken dazu übersteigen den Rahmen dieser Videoreihe. Was dabei herauskommt, sind sogenannte harmonische Wellen, die sich im Vakuum ausbreiten. Und dieses Phänomen wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Licht bezeichnet. Die Wellengleichung, die wir hier oben sehen, ist ein Beispiel für eine partielle Differentialgleichung. Und über Differentialgleichungen möchte ich dann in der nächsten Folge noch ein paar Worte verlieren. Vielen Dank.